Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von Factorio. Weiter geht's, weiter geht das Abenteuer und die Reise. Natürlich. Und ja, heute versuchen wir mal den Rest des Schützenfests hier irgendwie durchzubekommen. Und zwar, wir machen einmal ganz kurz hier alles fertig und werden dann hoffentlich ja, auch die blauen Forschungsdinger da drin haben. Okay, warte, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, nicht, dass ich hier was falsch mache. Nein, alles gut. Er kann dann auch doppelt gelegt werden. Hier müssen wir noch ein bisschen Strom anhauen und dann hätten wir den letzten Step hier durch. Ja, wir hätten ihn durch. Hier haben wir natürlich jetzt noch ein bisschen Schrott, der da rauskommt. Den werden wir jetzt hier rausfiltern. Und zwar würde ich das gerne hier machen. Wir kopieren uns kurz diese Einstellung, schieben es nur rüber, werden das einmal hier lang führen, dass es dann direkt damit reinkommt. Und somit haben wir bis auf den Stahl hier unten alles fertig. Okay, den Stahl machen wir jetzt auch noch. Und zwar müssen wir das hier einmal langlegen. Hier rein, dann die Flüssigkeiten noch kurz. Das ist einmal da. Nee, eine weiter bitte. Und das ist einmal hier. Kriegen wir schon hin. So, ups, das machen wir nochmal weg. Genau, die Flüssigkeiten müssen wir jetzt noch gleich legen. Das machen wir aber gleich am Schluss. Wir suchen uns jetzt mal ganz kurz nach oben Stahl raus und werden das auch noch nach da unten knallen. Wir haben eben übrigens die roten und grünen Fläche mitgenommen. Die werden wir jetzt mal ganz kurz da entsorgen. Und zwar einmal grüne Flächen tun wir hier rein und die roten tun wir dort rein. So, damit haben wir nämlich das auch schon kein Problem mehr. Okay. So, wir laufen kurz hoch, wenn wir es schaffen. Und bauen hier einmal den Stahl hin. So, Stahl haben wir ja schon geliefert bekommen, leider. Oder was heißt leider, zum Glück. Aber, ne, ich hätte ein paar Stellen gehabt, wo der Stahl besser aufgehoben wäre als da. Aber nun gut. Nun ist es zwar hier, müssen wir halt mit klarkommen. Okay, wir brauchen jetzt noch die drei Flüssigkeiten. Die müssen wir jetzt noch eben bauen. Bedeutet, wir laufen nochmal da hoch. Werden hier 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hier die 3, dort die 3. Und dann bauen wir mal fleißig die Anlage, dass hier ab sofort auch Flüssigkeiten wieder transportiert werden können. Bauen wir gerade zu knapp? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Nee, alles gut. Passt noch. Da es noch passt, können wir noch den Rest bauen. So. So und so. Okay, das dahin, das hierhin, das dort, das da, hier, dort, da und hier. Okay, die Seite haben wir fertig. Wir werden, jetzt muss ich kurz überlegen, wir machen es so. Und zwar jeweils an die Dinger werden wir die Pumpen setzen. So. Und natürlich hier noch zwei. Okay, da sieht man, dass wir die Pumpen doch nicht richtig gebaut haben letztes Mal. Zwei Stück kommen auf jeden Fall hier noch hin. Eins und zwei. Dann kommen hier die großen Tanks hin. Die passen natürlich nicht. War mir auch schon fast klar. Aber das ist gar kein Problem. Gut. Das pumpen wir hier hin, das pumpen wir dorthin. Das ist schon angeschlossen. Jetzt fehlt noch diese Verbindung hier. Und diese. Und diese. Ups. Die muss noch ein bisschen hoch. Okay. Wir machen hier Masten hin.
dass das alles verbunden ist. So. Achso, die sind jetzt tatsächlich direkt mit angeschlossen worden. Perfekt, dann brauchen wir da auch nichts mehr zu tun. Hier gehen wir noch einmal runter. Okay, hier müssen wir tatsächlich noch eine bauen. Okay, dann haben wir das auch fertig. Jetzt müssten wir nur noch die Flüssigkeiten hier anliefern lassen. Das ist einmal Nitro irgendwas. Da. Nitrogengas. Ich mach mal 50.000. Und das lassen wir nach hier einpflanzen. Das müssen wir natürlich noch alles verbinden. Das und da. Hier. Nee. Nein. Das. Hier. So, jetzt kommt hier Nitro hin. Wir müssen einstellen, dass er, wenn er unter 0 ist oder gleich 0, dann gibt er ein Signal raus. Ist es richtig? Ich hoffe. Wir gucken gleich. Und wir müssen natürlich noch hier die anschließen, nicht, dass wir das wieder vergessen. Dann tun wir das auch einmal hier rüberlegen. Okay, Nitro, hatten wir Nitro nicht im System? Nee, Nitro hatten wir noch gar nicht, ne? Haben wir überhaupt eine der Flüssigkeiten, die wir hier brauchen im System? Nap, haben wir auch nicht. Auf jeden Fall nicht. Ups. Nap. Minus 50.000. Und wir brauchen noch die Full, okay. Den kriegen wir auch noch rein. Full, auch. Achso, warte mal, wir machen überall mal 150.000 Zwecks. Ne? Wir haben ja auch hinten den großen Tank dran. So, dann kommt hier der Nap dran. Nap. Genau, der da, der kommt dann hier hin. Okay, warum ist er an? Achso, weil er gleich hat. Okay, das ist also auf jeden Fall schon mal die falsche Einstellung. Wenn er unter ist, ist er aus. Okay, dann machen wir unter. Ja, könnte sein. Kurz überlegt, ob das richtig sein könnte. Ich habe keine Ahnung. Ich meine ja. So, wir machen noch den Full rein. Und dann hätten wir die. Wir hätten es komplett fertig. Okay. Ich meine, wir hätten jetzt wirklich alles hier unten fertig. Wir müssten jetzt also nur noch. Also, das hier ist eigentlich alles jetzt auch durch. Wir könnten eigentlich den kompletten Step löschen. Jetzt fehlen uns nur noch diese drei hier. Einmal fehlt hier nicht das Glas. So, Entschuldigung, aber hier fehlte irgendwas. Wie haben wir das denn hier immer gesagt? Ein kleines Belt oder was haben wir gesagt? Gar nichts. Ach so, weil wir das gerade gelöscht haben, ne? Okay, dann machen wir das hier anders. Verbindung trennen. Ein kleines Belt. Entschuldigung. Verbindung. Ein kleines Belt. Ja, ich habe die Verbindung oben gekappt. Problem. Aber okay, wir kriegen das auch so hin. Glaube ich. Die Verbindung kappen wir und sagen hier. Okay, jetzt muss ich kurz überlegen, ob es Sinn macht, doch nochmal die einzupflegen. Zwecks. Können wir das nach oben schieben? Nee, können wir nicht. Die sind alle. Das. Wir verbinden das nochmal alles. Wir haben hier immer gesagt, was haben wir denn da immer gesagt? Wir gucken mal ganz kurz, was wir da gesagt haben. Eins.
7 Stück. Ja, das könnte hinkommen. Dann machen wir hier nochmal die grünen rein. Und die blauen. Da machen wir auch jeweils 1 und 1. Ich muss ja nochmal, also ich muss jetzt kurz nur gucken, ob das funktioniert. Das ist. Okay, warte mal, das. Dann. Sonst haben wir hier. Ne, das. Das und das. Okay. Ihn verbinden wir einmal. Können wir ihm nicht mehr sagen, dass er der Chef ist? Ich suche gerade die Einstellung tatsächlich dafür. Hochschieben ist es auf jeden Fall nicht. Runterschieben geht auch nicht. Okay, okay. Matrix auslösen. Kommt halt nichts raus, ne? Das hier müsste eigentlich Technologie hinzufügen. Kann ich das nicht irgendwie sagen, dass du... Ah, nee, das ist hoch und runter laden. Produktionslinie, bla bla bla. Great. Ah, hier kann ich das machen. Genau das habe ich gesucht. Genau das habe ich gesucht. So, du bist nämlich der Chef von dem Ganzen. Und ich hätte gerne 1, 1, 1. Dich verbinden wir. Okay, und warum nimmst du jetzt die Sachen von da oben nicht an? Ich frage jetzt gerade mal, blöd. Rein. Und hier fehlt die 1. Übrigens, würdest du... Ah, jetzt nimmt er sie. Okay, alles klar. Jetzt sind sie drin. Wir bauen gerade so eigentlich das System ja dann weiter auf. Okay, nee, passt. Okay, jetzt ist es auf jeden Fall wieder drin. Wir bräuchten jetzt hier ein paar Dinge. Gut. Nächster Step, Glas. Ja, hört sich gut an, oder? Weil Glas machen wir noch nicht, soweit ich weiß. Wir gucken mal ganz kurz rein. Nein, hier ist Alu, das Letzte, was wir machen. Hier scheint aber auch irgendwo ein Fehler zu sein. Oder? Irgendwie läuft hier nichts. Warum läuft hier nichts? Wir haben das drin. Okay, dann müssen wir gleich mal runter. Wir können ja dann mal gucken, was da los ist. Aber in der Zwischenzeit bauen wir ja alles für Alu zusammen, für Glas zusammen, nicht für Alu. Silikon. Da muss ich tatsächlich auch jetzt auch nochmal reingucken, ob wir Silikon überhaupt herstellen schon. Silikon. Da gucken wir mal ganz kurz in... Wo ist das denn? Da rein. Ne, da ist es auch falsch. Machen wir Silikon? Wait. Silikon. Wir gucken mal ganz kurz Herstellung. Wir könnten auf jeden Fall Silikon herstellen. Das ist jetzt schon mal das, was ich sagen kann. Aber bei dem bin ich mir jetzt nicht sicher, ob wir Silikonohr irgendwo rausbuddern. Da bin ich gerade nicht von überzeugt, dass wir das schon machen. Wir könnten hier... Warte mal, wenn wir Tin machen... Aber Tin produzieren wir doch... Ja, ja, Tin produzieren wir nämlich schon so, alles gut. Ich wollte schon sagen... Silver, okay, da müssten wir uns hier auch noch auf jeden Fall noch eine aussuchen, oder? Oder hatten wir uns hier bereits eine ausgesucht für eine der anderen? Ich meine nämlich nein. Ich meine nämlich nein. Wir bräuchten... So, warte mal, was haben wir denn hier? Hier hatten wir das Gelbe. Ah, ja, okay, dann müssten wir also... Wir müssten noch die Produktion Silikon hinzufügen. Aber die machen wir dann unten irgendwo. Tin und Silikon ist halt blöd. Tin, Silber, Zink ist blöd.
Nickel. Eisen, Kupfer. Okay, das wäre eigentlich so der beste von denen. Das wäre der beste von allen. Aber da müssten wir zwei Steps machen. Da müssten wir zwei Steps machen. Ich überlege gerade, ob es Sinn macht. Warum bin ich am Überlegen, ob es Sinn macht? Was brauchen wir am meisten davon? Wir haben Tin auf jeden Fall mehr als genug. Silikon brauchen wir. Silver haben wir noch nicht. Das bräuchten wir tatsächlich auch. Machen das aber gerade über den Weg. Somit könnten wir das Silber mit dem hier zusammenhacken. Würde aber für mich bedeuten, wir würden Zink bekommen ohne Ende, was wir gerade nicht brauchen, und Tin bekommen, was wir eigentlich gerade gar nicht brauchen. Aber wir hätten Silber und Silikon damit ab. Okay, dann machen wir das. Wir machen das. Dann bräuchten wir das noch. Wo produziere ich die eigentlich gerade? Okay, das müssen wir gleich auch nochmal rausfinden. Bitte was? 128? Was willst du herstellen? Hallo? Wir brauchen hier keine Jahresproduktion. Zwei. 24? Junge, was ist denn? Ja, weil wir halt Silikon nicht wirklich herstellen, ne? Also, wir produzieren Silikon nicht als Mainware, sondern als Nebenprodukt. Das ist hier das Problem. Das ist hier das Problem. Ja, trotzdem bleiben wir dabei. Trotzdem bleiben wir dabei. Ja, müssen wir. Müssen wir, müssen wir. Aber wir könnten den Silber dann darüber beziehen. Heißt also, wir könnten den Silber hier komplett einmal wegmachen. Den Silber beziehen wir dann einfach da unten drüber. Und dann ist das fein. Ne? Also den Silber machen wir hier mit. Und ja. Müssen wir einen Zwischenspeicher beim Tin hinmachen, dass der den Tin erst von unten nimmt und dann erst von der normalen Produktion. Ja, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ja, das ist nur noch die große Frage, wo produzieren wir gerade die Blocken? Tja, das ist jetzt wirklich die Frage, wo produzieren wir gerade die Brocken? Produzieren wir die überhaupt schon? Zwei Fragen, die ich gerade tatsächlich nicht beantworten kann. Wir gucken mal ganz kurz durch. Ich weiß immer noch nicht, was hier war. Ich meine, könnten da die Brocken gewesen sein? Produzieren wir die überhaupt schon? Wait. Produzieren wir die überhaupt schon? Muss ja. Sonst wäre ja hier kein Alu. Weil hier ist Alu drin, also muss es hier irgendwo produziert werden. Was ist hier? Was könnte das sein? Oder was ist es? Okay, wir machen es kurz anders. Haben wir noch ein Radar? Radar? Okay, wir fahren ganz kurz da hinten hin und bauen da mal ganz kurz ein Radar hin, dass ich sehen kann, was da eigentlich ist. So, das machen wir auf jeden Fall. Hier machen wir mal eben einen Marker hin, dass ich da auch langsam mal weiß, was da eigentlich gemacht wird. Und zwar wird hier gemacht die Dinger. Den Stone tun wir auch mit rein. Und den Stone. So. Okay. Was wird da gemacht? Das ist hier die Frage. Okay. Einmal das Radar aufstellen. Klack. So, was machen wir hier eigentlich? Das sieht doch schwer nach dem aus, was wir gesucht haben. Genau. Oh.
Okay, und der ist auch tatsächlich schon vollgelaufen. Okay, aber dann können wir das hier tatsächlich mit abwickeln. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall. Was ist das? Wasser? Ja. Haben wir? Könnten wir? Okay, wir könnten zwei aufbauen. Haben wir auch noch? Jo, haben wir auch noch. Perfekt, guck mal. Wir haben alles vorrätig. Gut, dann machen wir hier zwei Tanks hin. Dann könnte er nämlich hier weitermachen tatsächlich. Und ja, mit dem müssen wir dann mal gucken, was wir überhaupt damit machen können. Sagt mir halt gar nichts. Okay, das hier hin. Dann bauen wir hier irgendwie sowas hin. Und dann dürfte er nämlich jetzt auch wieder produzieren. Achso, ich mache hier ganz kurz die Priorität hin. Und zwar Priorität, dass er hier Anfrage, nee, Angebot, Priorität Nummer 1. Warum Priorität Nummer 1? Dass hier nicht diese Geode vorlaufen. Ja. Okay, das haben wir auch. Dann kann er nämlich jetzt gemütlich leerlaufen bis 80%. Wir produzieren wieder die gelben Dinger. Und okay, dann können wir das also hier mit beisteuern. Das ist doch schon mal eine gute Aussage und guter Weg. Okay, wir fliegen nach Hause. Natürlich. Und bauen dann alles dafür, dass wir Glas und Silber in einem Zug machen können. Dann hätten wir nämlich die zwei Produkte fertig. Und ja, und dann müssen wir noch den Rest hier bewerkstelligen. Aber der hier ist einfach, also der ist hier am einfachsten von allen. Da sollte man sogar überlegen, ob wir das nicht direkt vor Ort herstellen. Weil das ist ja lachhaft. Wir bräuchten das hier, können wir wegschmeißen, das brauchen wir so oder so nicht mehr, weil da haben wir genug von. Das hier brauchen wir eigentlich nur für unten gerade und das hier ist dann eigentlich nur eine Maschine. Okay, dann bauen wir das auf jeden Fall unten mit auf. Okay, dann haben wir doch hier einen Plan. Ich sage aber bis hierhin. Warum habe ich davon 20 Stück? Ich sage bis hierhin vielen, vielen Dank fürs Einschalten, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen und schönen Tag und vielleicht sieht man sich in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.